Nun, Bloody Dice. Kann ja aber passiert, wenn sich ein bisschen verrichtet. Yay, und ich bin jetzt schon total motiviert, weil wir gleich wieder bei dem komischen Gargoyle-Boss sind und ja, wir diesen ganzen Weg dahin immer wieder machen können. Oh, aber was sehen denn meine trüben, müden, grauer Star-Augen? Wir müssen den Typen hier nicht nochmal machen, wenigstens. Das ist erfreulich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das ein Boss oder als Boss geltender Typ war. Hast du schon Erfahrung mit Dark Souls? Nö. Ich habe die Erfahrung, die ich mir heute angespielt habe. Mehr habe ich nicht. Ich habe immer einen riesen Bogen um das Spiel gemacht. Ach, der kommt sofort auf mich zugesprintet. Der fackelt nicht mehr lang, ne? Ich merke das schon. Jetzt hätte ich was trinken können, theoretisch. Wie er mir... Ja, spring hoch. Ist gut. Kannst du machen. Der Länge nach, ne? Der Länge nach. Wow, ich habe ihn einmal getroffen. Okay, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Erstmal die Sachen wieder zusammen. Okay, das war knapp. Die hätten wir nämlich jetzt fast nicht mehr wiedergekriegt. Ich könnte mal da bei dem Turm schauen, ob ich da irgendwas machen kann. Ich glaube nicht, dass wir den Boss heute noch schaffen, ohne Scheiß. Das wird heute nichts mehr. Ich glaube, das wird heute nicht mehr. Was mache ich hier eigentlich? Ich wollte da nicht runter. Wobei, wir könnten auch den Boss töten. Sollen wir den mal probieren? Ah, nee, nee, dann kriege ich mein Zeug nicht wieder. Nee, lass mal. Lass mal. Also diese Massen an Gegnern da oben sind halt einfach echt nicht schön. Wenn die nicht da wären, wäre es nur halb so schmerzhaft, immer wieder diesen Boss machen zu müssen. Bogen habe ich. Ich habe einen, ja, aber ich weiß nicht. Ich kann den ja nicht ausrüsten. Ich kann ja nur entweder Kurzschwert oder mein Pyromantie. Kann das ja mal probieren. Ach, ich weiß nicht. Wenn ich das jetzt probiere. Dämonengroßaxt. Ich habe halt keine Pfeile. Aber ich könnte den Speer probieren. Warte. Na, dann muss ich halt damit leben, dass ich mein Zeug verliere. Vielleicht ist der Speer gegen die ja cooler. Als das Minischwert. Kann ich gleich mal gegen den da ausprobieren. Okay, mehr Schaden macht er schon mal nicht. Ach, trink was. Wir haben ja Zeit. Aber der hat wahrscheinlich eine höhere Reichweite, ne? Also richtig gefallen tut er mir nicht. Und ich glaube ja auch nicht, dass der uns was bringt gegen die Typen. Ich könnte Pfeile kaufen bei dem Schmied, aber wir haben halt unser ganzes Zeug da oben gelassen. Ich habe aber Seelen. Hm.
Warum ich jetzt so zögere, ich habe halt noch nie so eine Armbrust benutzt und ich habe halt auch keine, ja, ich habe halt keine Pfeile und kenne mich damit überhaupt nicht aus. Panzerbrecher. Können wir mal die Streitaxt probieren. Ein NPC rufen. Okay, das geht. Warum rollst du dich? Warum rollst du dich nach vorne, wenn ich den Stick nach hinten drücke? Ich verstehe es nicht. Manchmal verstehe ich es einfach nicht. Weil ich habe den Stick nicht nach vorne gedrückt. Wie geht das denn mit dem Beschwören? Was muss ich dafür tun? Wir könnten auch mal eine Stufe aufsteigen. Falls wir genug Seelen dafür haben. Okay, vor der Bosstür. Also vor der Nebelwand, meinst du? Menschlich sein bedeutet natürlich auch, dass wir das dann verschwenden, wenn ich da nicht durchkomme. Warte mal, so eine Soldatenseele sind 1000. Das heißt, ich könnte eventuell genug haben. Naja, nee, das ist nicht genug, oder? Reicht das für ein Level Up? Ja, nee, wir brauchen schon 2600. Ach, verdammt, dann habe ich die jetzt umsonst. Ich hätte vorher gucken sollen. Nur ich habe halt auch immer nicht im Kopf, wie viele Seelen das sind. Was hat er denn so? Waffe verstärken. Könnte machen, dass die... ciao, Elori. Ich könnte machen, dass die Streitaxt voll reinhaut. Aber ich glaube, dann würde ich fast noch lieber das Langschwert aufwerten. Nur so richtig bringt mir das auch nichts, weil der Schaden wird dadurch ja auch nicht mehr. Also wird dadurch zwar mehr, aber ich bin jetzt dadurch auch nicht wirklich besser im Kämpfen, weil die mich ja kaputt hacken. Ah. Nun. Aber für irgendwas muss ich die Seelen jetzt benutzen, sonst habe ich im Prinzip am Ende die umsonst ausgepackt. Was ist das da? Was ist das für ein Rüstungsslot? Oder, ach, das ist so ein Schlagring oder was ist das? Wahrscheinlich. Rüstungen hat der gar nicht. Nicht so aus.
Verdammt, ich könnte natürlich Pfeile kaufen. Schwere Bolzen. Ich habe nur eine Armbrust. Alter, ein Bolzen kostet 100 Zielen. Komm, dann, ups, dann kaufen wir mal 10. Ich will das mal ausprobieren. Langschwert aufwerten. Reitschwert haben wir auch noch, ne? Ah, ne, hat er. Hat er. Stier. Nee, ja, ich mach das jetzt einfach mit dem Aufwerten, weil die Sache ist, wir werden nie rauskriegen, ob sich das lohnt, wenn ich es nie versuche. Neither of us want to see you go hollow. Ja, schön. So. Jetzt haben wir das Kurzschwert und weil ich das ja mit der Armbrust mal probieren wollte. Ja, ich merke, dass ich ein bisschen matschig und müde im Kopf werde. Ich weiß nicht, wie lange ich das hier noch machen kann. Noch probieren kann heute. Ich meine, ich spiele ja jetzt auch schon seit 4 Stunden an dem Spiel wieder. Insgesamt jetzt seit 8 Stunden. Das ist... Ups, das ist schon eine ganze Weile. Okay, jetzt habe ich die Pfeile nicht ausgerüstet. Das ist eher schlecht. Ups. Was habe ich jetzt gemacht? Shit! Ich bin aus dem Spiel raus und habe erstmal einen Feuerball versammelt. Pfeile! Nein. Ja. Okay. Spielen wir es nochmal mit dem Bolzen. Genau, also ich... Was ich jetzt im Prinzip gerade mache, ist so ein bisschen rumprobieren. Okay, er muss aber stehen. Beim Ballern. Die machen aber auch kaum Schaden, ne? Das gefällt mir nicht so. Vor allen Dingen passt das nicht so gut zu meinem Setup, weil wenn die Bolzen so teuer sind, dann ist das ja wahrscheinlich eher als Zweitwaffe gedacht. Und... das passt mir halt nicht so gut, weil ich bin ja Pyromancer und meine Zweitwaffe ist halt mein Feuerball im Moment. Deswegen ist die Armbrust da, glaube ich, nicht die beste Wahl. So, komm. Mehr Schaden machen wir jetzt auf jeden Fall mit der Waffe. Und sie ist trotzdem schön schnell. Das wollte ich im Prinzip erreichen. Komm. Mhm. Jetzt trinkt er sich einen da. So, jetzt kommen wieder die Gegnermassen. Ja, weiß ich, Bloody. Das weiß ich schon. Danke trotzdem. Ich meine, deswegen habe ich mich ja ich habe mich ja für Geschicklichkeit entschieden, weil ich Schwerter besser finde, weil die Kurzschwerter zum Beispiel schneller sind. Fuck. Ach nee. So.
Hallo Osmose. Hi. Leider höre ich gleich auf, weil ich einfach super müde bin schon. Weil das Spiel mich echt mega fordert. Aber toll, dass du noch reinschaust. Oh, das hat richtig reingehauen. Jetzt sind wir gleich wieder beim Boss. Und ich bin jetzt natürlich nicht menschlich, aber wir können zurücklaufen. Und ich werde das jetzt mal ausprobieren, was ihr da meintet. Mit der Idee, dass ich doch einen Verbündeten beschwören könnte. Aber dafür müssen wir leider erst zurück zum Leuchtfeuer. Oh, jetzt habe ich natürlich vergessen, dass die Gegner wieder da sind. Das habe ich jetzt in meiner Müdigkeit leider vergessen. Oh, fuck. So, menschliche Gestalt. Ach. Ja. Ach, shit. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Ich hoffe, dass ich meine menschliche Gestalt behalte. Komm ran da. So. Wie halt so dumm ist, da durchzugehen. Idiot. Bist ein Idiot. Ups. Nun. Na. Er ist natürlich schneller, ist ja klar. Jetzt. Die KI von dem ist schon krass, oder? Mhm. Ja. Ich glaube, ich lasse das für heute mal. Das wird heute nichts mehr. Habe eine Menschlichkeit erstmal verloren. Und das ist nicht so schön. Aber was soll man machen? Ich glaube nicht, dass das heute mit dem Boss noch was wird. Einfach eine zu krasse Stelle. Und ich bin zu müde, vor allem. Osmose, ich habe... Bin jetzt bei dem Gargoyle... Falls du das Spiel kennst, ich bin jetzt bei dem Gargoyle-Boss, der die Glocke bewacht. Also, ich habe schon einen Boss getötet. Nee.
Ja, ist ein bisschen schade. Ich wollte ihn eigentlich noch töten, den Boss, aber ich sehe da im Moment irgendwie gar keine Chance, weil ich bin viel zu fertig. jo. Vielleicht morgen wieder. Okay, dann machen wir für heute erstmal Schlussaufnahmen, Leute.